Kandel in der Südpfalz. Auf diesen Acker kommt nur rein pflanzlicher Kompost. Veganer Dünger. Der Bauer mischt ihn selbst. Drin sind Zuckermelasse, Pflanzenrohstoffe aus der Biogasanlage und Grünschnitt vom kommunalen Wertstoffhof. Das ist aus der Region, das ist nachhaltig und es ist frei aus der Massentierhaltung raus. Hier ist kein einziger tierischer Stoff dabei. Also sind alles rein pflanzliche Komposte. Bernd Kugelmann baut Gemüse an. Seine Gurken, Auberginen, Tomaten und alles andere düngt er nur noch vegan. Der Betrieb ist Bio. Doch mit so manchem Biodünger ist Kugelmann nicht einverstanden. Die tierischen Bestandteile sieht er kritisch. Der Dünger kommt ja nicht aus dem Biolandbau, sondern aus der konventionellen Landwirtschaft. Also da kommen von überall aus der Welt kommen dann sozusagen Schlachtabfälle, Dungabfälle an und werden zu Biodünger verarbeitet. Tatsächlich enthalten manche Biodünger Reste von geschlachteten Tieren aus Nicht-Bio-Haltung. Für das Bioland-Siegel zum Beispiel sind gemahlene Schweineborsten zugelassen. Gerne würden wir Biotiere dort nehmen, ne, aber die Schlachtmengen im Biobereich, ne, also die sind so gering, ne, also von der Gesamtmenge, dass sich da keine separate Verwertung lohnt. Diese Art von Dünger will Gemüsebauer Kugelmann nicht mehr auf seine Äcker bringen. Überhaupt nichts Tierisches mehr, nicht mal mehr Mist. Er fürchtet multiresistente Keime oder Antibiotika-Rückstände. Vor 5 Jahren hat er auf veganen Dünger umgestellt. Anfangs war es schwierig, inzwischen aber seien die Erfahrungen gut. Auf den Ertrag haben wir bis jetzt in den letzten Jahren keinen Unterschied festgestellt zum normalen Dünger. Was wir dieses Jahr feststellen aufgrund von der Trockenheit, dass der Dünger besser die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht. Also die Pflanzen sind stabiler. Der vegane Anbau funktioniert. Auch andere Biobetriebe wirtschaften erfolgreich damit. Gut im Einzelfall, sagt Bioland. Global aber käme die Landwirtschaft ohne Tierhaltung nicht aus. Da wir 2/3 Grünlandfläche haben, ne, und wir können kein Gras essen, ist es natürlich sinnvoll, dass wir Tiere halten. Es ist nicht sinnvoll, aus Klimaschutzsicht dieses Grünland umzubrechen. Ne. Man spricht auch immer vom absoluten Grünland, das ist gar nicht ackerfähig. Das heißt, 2/3 der Agrarfläche wären ungenutzt, wenn man ein veganes Modell global über die Welt ziehen würde. Für Gemüsebauer Kugelmann aber ist der vegane Anbau der richtige Weg. Er ist überzeugt, dass seine Böden damit auch langfristig gut versorgt sein werden.